Liebe Angehörige der Universität, die zweite Welle der Corona-Pandemie ist da, etwas früher und etwas heftiger als erwartet. Nicht nur die neuen Fallzahlen schnellen wieder in die Höhe, sondern auch der Anteil der positiv getesteten Personen steigt wieder an und die Notfallaufnahmen der Spitäler füllen sich wieder. Es ist praktisch unmöglich geworden, Infektionsketten rückzuverfolgen, und die nun nahende kalte Jahreszeit wird das Ihre zur Ausbreitung der Pandemie beitragen. Aus diesen Gründen hat der Bundesrat und die Kantonsregierung neue Maßnahmen erlassen. An der Universität gilt nach wie vor als oberste Priorität der Schutz aller Angehörigen. Wir verfolgen dabei eine Strategie, die die Qualität unserer Arbeit so wenig wie möglich beeinträchtigen soll. Wir sind eine Präsenzuniversität und wir sind eine forschungsstarke Universität. Und in diesem Rahmen wollen wir unsere Leistungen so lange wie möglich aufrechterhalten. Doch auch wir sind gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen. Diese Maßnahmen betreffen insbesondere Massenbewegungen im öffentlichen Raum und in den Gebäuden der Universität zu minimieren, sowie die Rückverfolgbarkeit von Infektionsketten zu gewährleisten. Bitte informieren Sie sich auf der Corona-Webpage der Universität über Details. Die meisten Neuinfektionen finden heute jedoch im privaten Umfeld und bei der Ausübung von Freizeitaktivitäten statt. Ich appelliere deshalb an Sie, hier Ihre Eigenverantwortung zu übernehmen. Wenn wir die Corona-Pandemie eindämmen wollen, dann gelingt uns das nur, wenn wir uns alle darum bemühen. Dabei ist es notwendig, dass wir uns bei der Vielfalt der Meinungen, wie denn diese Pandemie am besten gemeistert werden kann, uns mit gegenseitigem Respekt begegnen. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Gesundheit.